Ja, hallo zusammen, seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play Final Fantasy 13. Jawohl, diesmal Teil 13, nicht über dem letzten Mal Teil 16. Ist mir immer noch ein bisschen peinlich, was ich da letzte Mal gefaselt habe. Auf jeden Fall haben wir diese ganze Etage hier beim letzten Mal hinter uns gelassen. Und ich habe keine Ahnung, was vor uns liegt, ob das eine neue Etage sein wird oder ob wir jetzt vielleicht zum finalen Boss rüber manövriert werden. Keine Ahnung. Vielleicht ist das schon auch die Folge mit dem Grande Finale. Das sieht nach einem weiteren Boss aus. Habe ich am Ende der letzten Folge gespeichert. Aber okay, wenn ich auf neu starten gehe, dann... du siehst ja appetitlich aus. Wie so eine halbe Hand. Vladislaus? Ich glaube, den... Gibt's den nicht auch irgendwie als Standardgegner? Oder zumindest irgendwo als... Missionsgegner oder so? Irgendwie kommt mir der Name sehr bekannt vor. Vielleicht auch noch von damals, aber warum sollte ich mir diesen Boss jetzt in Erinnerung behalten haben? Ich bin mir nicht so ganz sicher. Auf jeden Fall... Obwohl, nee, warte. Die Vergeltungsballade ist doch eigentlich optimal jetzt hier für den. Ich weiß zwar nicht, was der mit Ausmerzung meint, aber der hat mich gerade ziemlich tot gemacht. Also keine Ahnung, da hat jetzt wahrscheinlich gerade noch das rechte Ohrläppchen von Fang überlebt, aber das war's dann auch. Okay, Leute, ich verstehe schon. Du bist also ein ganz unbequemer. Ich habe da aber auch ein bisschen was entgegenzusetzen. Hallo? Darf ich auch mal wieder rankommen? Fang, danke. Das hat gerade irgendwie erstaunlich lange gedauert, keine Ahnung. So, ich möchte nämlich gucken, was wir hier tun können. Das sieht doch gut aus. Also der tut uns auf jeden Fall weh, so viel habe ich jetzt gelernt. Und der ist auch gegen ein paar Debuffs empfindlich, was ich doch sehr begrüße. Aber der heilt sich auch relativ schnell wieder davon, ne? Habe ich das gerade richtig gesehen? Genau, jetzt hat er nämlich Deprotes. Ich möchte noch mehr haben, wobei einige Immunitäten hat er auch, aber ich will noch... diese Magieresistenz runter haben. Wenn wir das drin haben, dann gehe ich gleich auch in die Offensive, aber auch erst dann. So, komm, Vanille. Ich habe das, glaube ich, vorhin schon mal gesehen. Ausmerzung heilt den also komplett von allem, was wir ihm so mit auf den Weg geben an unschönen Dingen. Das ist natürlich doof. So, okay, genau. Jetzt hat er nämlich genau die beiden Sachen, die ich auch haben wollte. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir ganz, ganz schnell, auch ohne Verteidiger hier, vielleicht irgendwas erreichen können. Oh, ist ja auch gerade da, aber eine Schockleiste von, also 999%, das wird definitiv nichts. Das wird definitiv nichts. Ich glaube, dann wird der Blitzwall hier, ja, das wird mein Paradigma hier für diesen Kampf sein, schätze ich mal. So, auf jeden Fall sind wir gerade selber ganz gut gebufft. Das ist schön. So, oh du mein lieber Blitzwall. Ich glaube, ich werde jetzt auch davon Abstand nehmen, die ganze Zeit einen Manipulator hier einzusetzen, denn der heilt sich einfach zu schnell. Ich glaube, da sind wir mit der offensiveren Aufstellung ein bisschen besser unterwegs. So, warte mal, den Magier-Boost, den hat jetzt momentan nur Vanille. Wäre vielleicht auch mal eine Überlegung wert. Oh shit. Wieder auf einen Augmentor rüber zu gehen. Aber ich glaube, ich sollte definitiv nicht Fang aus ihrer Verteidigerrolle rausnehmen. Und da wird es dann schon wieder ein bisschen knifflig. Aber der wird machbar sein. Der wird machbar sein. Ohne Verteidiger weiß ich nicht, ob man oder wie man den hätte besiegen sollen. Aber so geht das schon klar. Ausmerzung. Ja, okay. Ich glaube, ich habe den verstanden. Ich glaube, wir sind auf der sicheren Seite und ich fühle mich gerade so sicher, dass ich gerade eigentlich gerne zu meinem Kaffee greifen möchte, aber ich warte auf die perfekte Lücke. Jetzt, Prost! Also, wir leben noch. Alles gut. Die Protest bringt mir hier nichts, meine liebe Vanille. Aber das andere, was ich namentlich immer noch nicht benennen kann, das finde ich dann schon wieder ganz schnaffte. Darfst auch gerne mal verrecken, weil so spannend bist du nicht. Aber hey, ich will nicht mosern. Ich mag immer noch lieber Gegner-Bosskämpfe, wo nur einer vor dir steht und nicht 10.000. Ganz ehrlich, der war einfacher als die beiden Kämpfe, die ich da ganz am Ende der letzten Folge bestritten habe. Wisst ihr noch?
Ich meine, die habe ich rausgeschnitten, klar, aber die waren super, super nervig. Okay. Ja, säß ich irgendwie auch nicht. Aber was haben wir denn für Alternativen? Auf jeden Fall sind wir jetzt in der nächsten Ebene. Und wenn Säß uns schon warnt, ja, dann wissen wir, glaube ich, alle, was das bedeuten wird. Aber erstmal speichern. Wir haben es überlebt. Warte mal, was ist das? Spielstand 3. Okay, den 6er Spielstand wollte ich ja nicht überschreiben. Das war ja der in der Nähe von den Teleportern, die mich wieder zurück nach Grand Pulse bringen. So, ich glaube, mit den KP werde ich jetzt noch einmal ins Crystarium gehen. Bei ihr hatten wir den Brecher ja durch. Das heißt, wir gucken mal hier weiter. Genau, alles mitnehmen, was uns das Leben jetzt noch erleichtern kann. Und gerade im Endspurt sind die Boni ja auch nicht zu verachten, die man hier noch so bekommt. Also gut, Magie bringt jetzt in ihrem Fall nicht so wahnsinnig viel. Aber egal, den Verteidiger haben wir damit auch ausmaximiert. Sehr schön. So, hier könnte man noch überlegen. Zwei Fertigkeiten. Verheerer. Nee, komm, ich glaube, ich mache jetzt den Manipulator hier noch weiter. Also ich meine, sehr weit wird sie nicht kommen, ich wollte es gerade sagen. Aber das wird dann, glaube ich, meine nächste Anlaufstelle sein. Und Vanille war ja diejenige, bei der eh alles voll durcheinander war, ne? Obwohl, nee. Mit einem Verteidiger ist sie durch. Aber ich glaube, das war erst beim letzten Besuch im Crystarium erreicht gewesen. Dann gehen wir jetzt mal wieder zum Verheerer. Und gucken, wie weit wir hier kommen. Das sieht doch alles schon ganz gut aus. Zwar nicht dreistellig mit den TP, wie wir das gerade bei Fang gesehen haben. Wobei doch, hier wird es gerade dreistellig. So, und hier nehme ich mir jetzt mal das obere Bäumchen. Auch wenn wir hier ebenfalls wieder nicht weiterkommen. Und beim lieben Sass, da... Was habe ich denn da nochmal gemacht? Den wollte ich eigentlich zu einem guten Brecher ausbilden. Obwohl sein Augmentorbaum ja am wichtigsten ist. Aber der ist ja schon auf Max. Der ist auf Max, dann ist das ja gar nicht so schwer. Dann gehen wir nämlich einfach hier weiter. Gut, Angriffskraft ist jetzt natürlich das Attribut, was für ihn am unwichtigsten ist. Mitunter, weil wir ihn, glaube ich, in keinem Paradigma in der Brecherrolle mit drin haben. Wenn ich irgendwann mal aufs Sturmkommando wieder zurückgehe, dann vielleicht schon. Aber jetzt erstmal noch nicht. So, kann man das so lassen? Sieht nicht besonders freundlich aus. Ja, da hast du recht. Mir war so, als wollte ich noch irgendwas anderes jetzt machen. Ha, egal. Wir gucken einfach. Wir laufen einfach in unser Verderben. Das kann ich besonders gut. Gar nicht pompös, dieser Ort. Mm-mm, überhaupt nicht. Nicht ein bisschen. Egal, wohin man guckt, überall strahlt und quillt die pure Epicness raus, ja. So, was bist du da oben? Dich werde ich doch bestimmt irgendwann bekämpfen. Mit Sicherheit, wenn ich da ganz oben angekommen bin, befürchte ich. Aber erstmal will ich gucken, ob wir irgendwas einsammeln können. Ich hoffe, du plumpst jetzt nicht auf meinen Kopf. Es sei denn, du bist weich wie Watte. Dann darfst du das gerne probieren. Was ist das hier? Keine Ahnung, soll einfach nur... Warte. Was ist denn das? Das bewegt sich ja alles. Okay, wow. Ich bin gerade voll geflasht. Warum? Wie komme ich denn jetzt wieder runter? Bin ich jetzt ganz oben? Das habe ich gerade überhaupt nicht mitbekommen. Wow, ich will hier wieder runter.
Ja, muss ich wahrscheinlich jetzt diese olle Plattform verlassen und dann wieder raufgehen. Ey, ihr wart doch vorhin noch ein Boss in der letzten Folge. Ich will die jetzt nicht nochmal bekämpfen. Oh, nee. Ich weiß zwar noch hier zuerst auf den Kleinen und so, ja, zoom erstmal in den Gegner rein, weißt du? Am besten noch in seinen Schädel, damit wir gucken können, was der als nächstes vorhat. Wenn er das überhaupt mit seinem Kopf entscheidet und nicht aus dem Bauch heraus. So, okay, das könnte jetzt interessant werden. Hm, wie war denn das nochmal? Deprotest kriegen wir hier nicht rauf, okay. Kriegen wir Fang irgendwie am Leben erhalten. Mich nervt das gerade so ein bisschen, weil... Nein, ich soll zuerst auf den Großen. Ich Depp. Ich, Ola Depp, ich. Das war doch der größte Fehler, dass ich nämlich zuerst auf den Kleinen gegangen bin. Und ich dann viel, viel später erst festgestellt habe, dass das andersrum deutlich sinnvoller ist. So. Okay, warte mal. Dann machen wir jetzt einmal das hier. Der legt da schon wieder los mit Gaias Segen und scharfer Sturm. Komm. Wir haben doch dazugelernt, oder? Nigoya, das ist dein großer Moment. Ich muss mal kurz das ein bisschen leiser machen in meinem Headset. Ich merke schon wieder, wie ich übertriebenst anfange rumzubrüllen hier. So, ja, ich glaube, das war gut. Ich glaube, das war gut. Also nicht, dass der jetzt auf Vanille gesprungen ist, sondern die Vorgehensweise, denn... Den kriegt man eigentlich relativ schnell down. Das weiß ich noch aus dem letzten Part. Dass ich die ganze Zeit auf den Kleinen gegangen bin und dann war Inchen hier. War dann plötzlich schon zur Hälfte runter und dann war das alles irgendwie nur noch ein Klacks gewesen. So, jetzt muss ich mal aufpassen, dass ich nicht gleich verrecke. Aber der ist gleich hinüber. Fang, pass auf. Komm, gib alles. Jawohl. Okay, der Große ist weg. Das heißt, einmal kurz heilen. Boah, ich habe wirklich sehr laut gespielt. Also hier auf meinen Ohren. Ich merke gerade, wie das richtig angenehm ist. Und total entspannt für mich, dass das jetzt wieder ein bisschen leiser ist. Keine Ahnung, warum mir das in der letzten Folge nicht aufgefallen ist, aber okay. So, nee, was mache ich? Die eiserne Schlacht wollte ich eigentlich für ihn. Denn gebufft sind wir gerade schon ganz gut. Ich hoffe, wenn ich jetzt wieder runterfahren kann, dass die dann nicht wieder respawnen, weil nochmal muss ich die jetzt nicht unbedingt haben. Warte mal, eine Zustandsveränderung fehlt mich aber noch. Das mit den Elementdingern hier. Genau das, vielen Dank. Danke schön, Spiel, dass du so schön mithörst. Und immer auf meine Wünsche eingehst. Obwohl, nee, immer ist übertrieben. Ich habe schon so viele Parts, wo genau das Gegenteil der Fall war. Aber ich glaube, den müssten wir eigentlich jetzt hinbekommen, bevor die... Schockleiste wieder zurückgeht. Jawohl, das sieht gut aus. So muss das. So sind die auch gar nicht so schwer. Also es wäre jetzt nicht der Weltuntergang, wenn ich die nochmal machen müsste. Aber es würde auch nicht so toll sein. 32.000. Okay. Also bei der KP-Menge bezweifle ich dann irgendwie doch, dass die respawnen. Wo bin ich denn jetzt hier überhaupt? Ich blicke hier irgendwie überhaupt nicht mehr durch. Habe ich hier jemals durchgeblickt? Ja, auf den ersten Ebenen habe ich noch einen ganz guten Überblick gehabt. Guck mal, ich muss gar nicht nach unten. Also mit dem Fahrstuhl, weil die ganzen Schatzkugeln, die ich gesehen habe, die werden wir jetzt hier auf diesem Rampenweg, glaube ich, nach und nach einsammeln können. Genau. Ich hatte nämlich einen totalen Knick in der Optik. Ich bin nach oben gefahren, aber dachte, dass sich stattdessen alles um mich herum bewegt, weil das halt so auch die Charakteristik dieses Ortes ausmacht, ne? Alter Vater, das ist doch der Boss von gerade eben in Begleitung von noch einem weiteren Gegner. Also langsam übertreiben sie so ein bisschen. Was war denn an dem nochmal besonders, dass ich die ganze Zeit einen Verteidiger aktiv haben muss? Oh Gott, ich glaube, das wird echt... Das wird knifflig. Ich glaube, das wird deutlich schwieriger als der letzte Kampf. Hätte ich auch von da unten hochgehen können? Nee. Da ist auf jeden Fall eine... Obwohl, ich weiß nicht. Hätte ich von da unten auch diesen ganzen Rampenweg hier hochlaufen können? Ich glaube nicht. Ich habe irgendwie Angst vor dem Kampf. Ich habe nämlich das Gefühl, dass mir das eigentlich viel zu schwer werden wird. Ich starte mal hier mit...
Und dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. Ich mache mir jetzt auch keine Illusionen hier wegen Präventivangriffen und so. Wobei ein Blender das natürlich massiv vereinfachen würde, ne? So, ich gehe mal erstmal auf den Vladislaus. Das Problem, was ich hier auch sehe, ist einfach, dass... dass der halt schon so lange dauert und ich mich einfach nicht traue, auf den anderen jetzt zu gehen, weil ich dann aus meiner... Obwohl, ich muss eigentlich gar nicht aus meiner Verteidigerrolle raus. Aber ich traue mich jetzt auch nicht so wirklich. Aber guck mal, Vanille macht das eigentlich schon ganz klug. Ich bin gerade am Überlegen. Vielleicht sollte ich doch mich erstmal ein bisschen buffen und dann auf den anderen losgehen. Allerdings nur mit Blitzwalber. Guck mal, der ist auch super schnell. Der ist auch super schnell geschockt. Ich glaube, ich werde das mal versuchen. So, und jetzt bitte genau auf ihnchen. Der ist nämlich auch gerade ganz gut gedebufft. Und dann gucken wir mal, wie schnell jetzt seine Energie nach unten geht, wenn der im Schockzustand ist. Kann ich gerade überhaupt nicht einschätzen. Weil ich immer noch so ein bisschen... Ah, okay, das dauert aber gut lange. So, wisst ihr was? Ich bin jetzt mal ganz mutig und versuche das mal ganz kurz. Es wird aber Feng, glaube ich, gleich drauf gehen. Aber guck mal, der macht es auch nicht mehr so lange. Oh, ich glaube, das wird nichts. Aber dieser Vlad ist irgendwas, der geht jetzt gerade auch auf andere. Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, Leute. Wir sind wieder in the game. Wir sind wieder voll dabei. So habe ich mir das gedacht. So, jetzt hier wieder ein bisschen rumbuffen, bitte. Und dann haben wir jetzt diesen Bosskampf in Anführungsstrichen noch ein zweites Mal. Ist jetzt natürlich nicht die allerspannendste Angelegenheit, aber was soll ich machen? Ich habe es mir nicht ausgesucht. Wenn ich könnte, hätte ich mir jetzt auch irgendwelche chilligeren Gegner hier hingepackt. Jetzt muss ich mich mal kurz kratzen. So, was machen wir als nächstes? Einmal wieder Blitzwall-Action. Kann man mal machen, ne? Ist das eigentlich... Nee, das ist kein Gegner, wo ich mit mehreren Brechern besser bedient wäre. Weil Sass ist ja durchaus auch in seiner Brecherfunktion ganz gut geeignet. Das Blöde ist nur gerade, dass er keinen Debuff hat, der seine Empfindlichkeit Zaubern gegenüber erhöht. Es wäre noch ganz gut, wenn Vanille das irgendwie noch gemanagt bekommen könnte. Meine liebe Vanille, ich will ja nicht vorwurfsvoll in deine Richtung blicken, aber könntest du eventuell vielleicht für mich... Probier's mal die eiserne Schlacht. Bisschen Mut zur Lücke, auch wenn ich jetzt wahrscheinlich gleich draufgehen werde. Guck mal, diese eine Zustandsveränderung hat er schon. Ach, und gegen das andere ist er immun. Ja, ja, ja. Ich erinnere mich dunkel. Okay, okay, okay. Bitte einmal ganz schnell heilen. Ah, kaum gehst du mal für eine Minute. Nicht mal. Mit Fängen die Offensive, da wird das schon wieder eiskalt abgestraft. Aber der, eigentlich verträgt er auch gar nicht so viel. Man muss hier nur so höllisch aufpassen, dass man nicht verreckt, ne? Ehe man sich versieht. Sag mal, kann es sein, dass wenn ich Feng auch in die Offensive schicke, dass Vanille mit ihrem Manipulatorzeug viel erfolgreicher ist? Das war jetzt beide Male so. Kaum greife ich mit Feng auch an, da kommen genau diese Debuffs, die ich mir die ganze Zeit erhofft hatte. Okay, boah, der ist ätzend. Der ist so unfassbar ätzend. Also dann kill ich lieber 10.000 von denen, die wir da vorhin hatten, als einen von denen hier. Ich hoffe, der wird nie wieder respawnen und ich komme dann hier wieder zurück, ohne dass ich da Probleme kriege. Warum macht Sass eigentlich nicht die Zauberverbesserung? Vielleicht sollte ich Sass auch einfach mal als Anführer... Als Anführer festlegen, damit ich das selber beeinflussen kann. Aber ich krieg das doch schon wieder überhaupt nicht koordiniert, ey. Das ist ja dann Stress pur. Ich weiß nicht, ob ich das so gut finden würde. Kann mal bitte jemand Feng heilen? Dankeschön. So, und jetzt wieder hier ein bisschen was. Gerne so eine Zauberverstärkung auf Vanille, mein lieber Sass. Da würden wir doch alle mega von profitieren, oder nicht? Keine Ahnung. So, also irgendwie ist mir das hier gerade echt zu zäh. Nervigster Gegner von allen. Es sei denn, ich habe die ultimative Strategie noch nicht erkannt. Aber ich habe ja jetzt auch alles ausprobiert, was mir irgendwie zur Verfügung steht. Und
Naja, so, komm, ich gehe jetzt mal auf den Blitzschlag. Wenn ich jetzt verrecke, dann schneide ich den Kampf raus, keine Sorge. Dann müsst ihr euch das nicht nochmal geben. Aber meinen Frust müsst ihr euch dann anhören. Weil guck mal, wie viel Schaden Fang auch macht. Ey, das ist doch nicht... Das ist doch nicht euer fucking Ernst, ey. Wirklich, leck mich, Spiel, leck mich. Boah, ey, was für ein Drecksgegner. Hat das ewig gedauert, ey. Aber da hast du auch konstant Puls, ne? Weil der teilt so viel Schaden aus, dass der dich selbst mit ausmaximierter Fang bis kurz von Tod bringt, ja? Also das ist echt übel gewesen. Der Zeitpunkt war einfach gerade mega nervig. Jetzt habe ich nicht auf die Zeit geachtet, wie lange der Kampf gerade ging. Oh ne, und es geht noch weiter runter. Natürlich geht es das wahrscheinlich bis ganz nach unten. Aber dann kann ich ja mit dem Fahrstuhl wieder nach oben fahren, ne? Und hab dann den Stress hoffentlich nicht mehr. Gott, ey. Es kann ja fast nicht mehr schlimmer kommen, oder? Ich glaube, kein anderer Boss wird mich so fordern wie das, was ich gerade eben machen musste. Aber hier sind wir schon ganz unten. Es hat sich vor allen Dingen auch überhaupt nicht gelohnt. Was war denn das bitte für eine Kiste, ey? 3000 Gil, ja super. Okay, und jetzt komme ich natürlich nicht nach oben, ne? Was hat mir diese ganze Chose jetzt gebracht? Nüscht. Oder komme ich hier hoch? Das ist doch schon wieder so eine leuchtende Platte. Oder nicht? Doch, okay, die fährt Tatsache nach oben. Alles klar. Jetzt bin ich ja drauf vorbereitet. Jetzt sehe ich es auch in aller Deutlichkeit, aber... Nein. Ich habe doch gerade schon was dazu gesagt. Ich möchte alles, aber nicht das. Obwohl, der ist alleine, aber trotzdem. Den anderen, den habe ich ja auch wieder schnell aus dem Weg geräumt bekommen. Komme ich jetzt irgendwie an dem vorbei? Bestimmt nicht, oder? Ist doch so ein schneller Sprinter, nee. Gott sei Dank. So, ich hoffe, dass sich die Wege jetzt hier wieder so ein bisschen zusammenschließen, weil bevor ich da diese ganzen Rampen hinabgestiegen bin, gab es ja auch noch einen Laufweg. Alter Vater. Die Frage ist jetzt, ob drei von denen schlimmer sind als das, was ich gerade eben bekämpfen musste. Ich bin mir da noch nicht so ganz sicher. Wenn das wenigstens eine coole Belohnung am Ende wäre. Irgend cooles neues Accessoire oder irgendeine Waffe oder so. Aber nein. So, warte mal. Ich muss mal kurz gucken. Ach so, hier. Ja, genau. Hier komme ich dann diesen ganzen Rampenweg wieder runter. Alles klar. So, dann hoffe ich mal, dass ich hier nichts übersehen habe und würde sagen... Lasst uns nach vorne preschen in den wahrscheinlich nächsten Frustkampf. Ich guck mal eben kurz. Ja, ist eigentlich eine ganz nice Art und Weise, in den Kampf einzusteigen. Oder was meint ihr? Wobei, die, also einzeln sind die ja gar nicht so stark gewesen. Ich bin auch am überlegen, ob man das... Nee, komm. Schon allein wegen diesem Hastgedöns ist das, glaube ich, gar nicht so verkehrt jetzt. Hier so da reinzugehen. Ich glaube, das wird aber auch dann der letzte Kampf sein, bevor wir dann weiterkommen. Boah, ich bin gespannt. Ich kann nicht einschätzen, wie schwer, unschwer, nervig das hier sein wird. Aber erstmal passiv aufstellen ist, glaube ich, nicht die schlechteste Idee. Ich werde das, glaube ich, nach dem gleichen Schema machen wie jetzt in den letzten Kämpfen auch. Erstmal ein bisschen stärken, beziehungsweise den Gegner schwächen. Sass weiß hoffentlich, was er tut. Wenn wir jetzt einen Blitzangriff haben, dann bringen die also eine Blitzschwäche mit, oder was? Nee. Ach, die waren ja generell nicht so... Oh, ey, da musst du aber auch regelmäßig schalten, ne? Weil das hier wäre zum Beispiel so ein Gegner, wo Sturmkommando vielleicht doch gar nicht so verkehrt wäre. Aber guck mal, die neutralisieren auch meine Buffs die ganze Zeit. Das ist natürlich doof. Das ist natürlich nicht so nett von euch. Okay, weißt du was? Wir gehen jetzt einfach hier so weiter. Weil vielleicht machen die das auch nur, weil ich die gerade irgendwie nicht beschäftige oder so. Ich glaube, die eiserne Schlacht wird trotzdem die beste Wahl hier sein für die Kämpfe. Ich muss mich jetzt nur mega drauf konzentrieren, dass ich jetzt immer den gleichen angreife und dass ich nicht übersehe, wenn... der automatisch wieder irgendwo anders hinspringen möchte, weil das nervt echt mega. Aber ich glaube, das kriegen wir hin. Ich bin jetzt auch ein bisschen zu passiv vielleicht in den Kampf gestartet. Vanille wird gleich sterben, ist nicht schlimm. Königsfedern liegen schon bereit für sie.
Und vielleicht kann ich sie sogar noch retten. Nee, ich glaube, meine Angst war unbegründet vor diesem Kampf. Ich meine, hallo, ich bin jetzt so super abgehärtet durch den Rotz davor gerade. So, wo ist der eine? Der sah war nämlich schon so ein bisschen... Obwohl, die sind beide ein bisschen angeschlagen. Zumindest was deren Debuffs angeht. Das finde ich gut. Das finde ich sehr, sehr gut. Ich hoffe, keiner tut mir so sehr weh, dass Feng jetzt gleich sterben wird. Aber solange sie gelb ist, mache ich mir zumindest bei den Gegnern keine Sorgen. Das ist ja bei dem anderen, bei dem Vladislaus, wäre das echt der Untergang gewesen, wenn der mich hier mit irgendwas getroffen hätte. Ich habe mir auch nochmal seine Gegnerbeschreibung durchgelesen. Und da stand sowohl was von mächtigen physischen Angriffen, als auch von mächtigen magischen Angriffen. Also der ist wahrscheinlich eine ziemliche Hausnummer hier an diesem Ort. Und die hier, die sind ja echt gemütlich. Also gerne mehr davon. Also, ja, bitte nicht jetzt hier alle paar Minuten. Obwohl, alle paar Minuten kommen ja hier Kämpfe. Die gingen. Die waren echt okay im Vergleich zu allem, was ich vorher so bekämpfen durfte. Sogar 5 Sterne und über 10.000 KP. Das war doch mal gut. Das war doch mal ordentlich. So, und jetzt noch eine Schatzkugel mit irgendetwas, was ich gut gebrauchen kann. Können wir uns darauf irgendwie einigen, Spiel? Ich glaube nicht, ne? Du lässt ja nicht so gerne mit dir verhandeln, habe ich das Gefühl. So. Boah, ich habe schon so oft mit dem Finale gerechnet. Ich sage jetzt einfach mal, wir kommen definitiv wieder nur auf die nächste Ebene. Wahrscheinlich wieder auf so eine Zwischenebene, wo wir einen neuen Boss dann zu sehen bekommen. Ja, und was Hess sagt, interessiert mich jetzt auch nicht mehr, weil seine Aussagen lösen immer Panik in mir aus und dann kommt hier am Ende noch gar nicht der finale Boss. Was gibt's denn hier zu untersuchen? Den Bauchnabel? Natürlich nicht. Ich glaube nicht, dass ein überdimensionierter Bauchnabel sich vor uns auftut. Okay, du bist aber was ganz Neues. Tiamat Phantom, das erste sozusagen. Frostgranaten, alles klar. Tach, cool siehst du aus. Erinnert mich so ein bisschen, wie er da so rumflattert an den Stolz-Robo als Boss. Nur halt schöner, ne? So, warte, ich habe vergessen, meinen Analyse-Gedöns hier zu bringen. Die Frostgranaten sind ja fast ein bisschen süß. Hallo, Feng. Warum? Manchmal stoppt das Spiel immer, habe ich das Gefühl. Aber wahrscheinlich gibt es eine gute Begründung dafür. Kriegen wir die Schockleiste irgendwie noch gedingst? Ich weiß gar nicht, wodurch sie überhaupt befüllt wurde, davon mal abgesehen. Ich würde die aber ungern auf Null sinken lassen und die machen alle nichts. Alter! Ich verstehe es manchmal nicht. So. Okay, warte mal, was kannst du denn? Oh, du bist... Oh nein, die ist komplett immun gegen alle Zustandsresistenzen. Sage ich doch. Stolz Robo 3.0. Führt mächtige physische Attacken aus, führt gewaltige eiselementare Angriffe aus. Also gut, diese kleinen süßen Frostgranaten tun mir bisher nicht so weh. Ich bin gerade am Überlegen, mit welchem Paradigma ich jetzt hier am besten fahre. Also Manipulator brauche ich gar nicht erst in Erwägung zu ziehen. Das ist nur Ressourcenverschwendung. Wobei der Manipulator, der neutralisiert doch die Buffs von den Gegnern, oder? Oder verwechsel ich das mit einem anderen Spiel? Zeig mal eben kurz an, bevor ich heile. Geht da irgendwas weg? Ey, irgendwie komme ich hier... Irgendwie ist der eklig. So von der Art und Weise, den zu bekämpfen. Der bremst mich irgendwie in allem aus. Hier kommt kein so richtiger Kampffluss rein. Versteht ihr, was ich meine? Warum sind seine Buffs jetzt auf einmal weg? Hä? Egal, das Ding ist gleich geschockt. Nee, jetzt nicht mehr. Hä? Okay, ich verstehe diesen Boss hier nicht. Schon von Anfang an nicht. Aber mach mal, irgendwann wird auch der down gehen. Aber wir müssen den schocken, ey. Ganz ehrlich, wenn ich mal angucke, wie wenig Schaden wir dem bisher abgenommen haben, obwohl der Kampf ja jetzt schon eine Weile geht, dann gibt es offenbar keine andere Möglichkeit. Ich glaube, der ist aber auch gar nicht so schwer zu schocken.
Wann genau neutralisiert er seine Schockleiste? Das hätte ich jetzt bitte gerne in einem separaten Buch, was ich nicht käuflich erwerben muss, sondern was ich direkt in meinen Wissensschatz eindingsen kann, anstöpseln kann und dann übertragen kann. So, warte mal. Sollte ich mich jetzt mal trauen, hier Blitzschlag? Kann ihr mal bitte jemand einmal hauen? Okay. Kommt, Leute. Wenigstens einmal schocken. Ich brauche die Bestätigung dafür, dass der dann super einfach ist, wenn man es einmal schafft. Das würde mich sehr motivieren. Und wir haben es geschafft. Und jetzt ist ja alles auf normal. Sehr schön. Gut, dass wir den vorher mit unserem Manipulator so gut beackern konnten. Jetzt sind natürlich meine ganzen Dings weg. Ich nehme jetzt mal den scharfen Sturm. Genau. Und dann gucken wir, ob wir damit nicht vielleicht noch ein bisschen mehr rausholen können. Weil Sass neigt ja auch immer ganz gerne dazu, direkt nach dem Hast, jetzt macht er das natürlich nicht, direkt nach der Hastverbesserung dann irgendein Element auf die Waffe zu legen. Was jetzt sehr, sehr nützlich gewesen wäre, aber ausgerechnet jetzt will er das nicht. Aber naja, vielleicht schaffen wir es trotzdem. Kommt, Leute, zieht! Fang ist jetzt richtig gut gestärkt. Wird das noch was? Ich glaube, das sieht gut aus. Ich glaube, das sieht gut aus. Jawohl. Boah. Der war super nervig, aber der hinterlässt auch super viele KP. Also alles gut. Kaiserwehr. Okay. Klingt interessant. Irgendwas mit Kaiser haben wir schon. Und inzwischen kann ich mich, glaube ich, sogar darauf verlassen, dass wir hier keine Dialoge zu hören bekommen. Oder spricht er jetzt plötzlich doch miteinander? Danach sieht es nicht aus. Oh, schon wieder so ein neues Portal. Okay. Das führt mich jetzt genau wohin? Faisi Eden. Du bist ja auch menschlich, Vanille. Sprich das ruhig aus. Ich habe auch ein bisschen Angst. Ah, was ist denn da? Ach, das ist die Ecke, aus der wir gerade kamen, oder? Wo ich diese drei Typis umgenietet habe, die eigentlich gar nicht so schlimm waren. Ja, Sass, ich stimme dir total zu. Auch wenn ich eher lese als höre, was du sagst. Aber ja, meine Zustimmung hast du. So, ich werde jetzt gucken wegen dem neuen Item, was wir da bekommen haben. Kaiserwehr. Physische und magische Resistenz steigt um 10. Ba-bam. Also man muss auch sagen, Fang ist schon ziemlich offensiv hier, ne? Mit dem, was sie hier angelegt hat. Ich werde hier mal diesen Weigandenreif wegnehmen. Zumal wir ja auf den Brecher jetzt hier nicht so krass angewiesen sind und sie hier bei dem einen oder anderen Gegner doch ziemlich schnell verreckt ist. So, und dann möchte ich meine Leuchtens jetzt wieder verbessern. Ich weiß, viel werden wir nicht schaffen, aber die kleinen Schritte, die bringen in meinen Augen auch eine Menge. Hier war sie durch. Achso, ich war bei ihr schon beim Manipulator, genau. Den hatte ich ja beim letzten Mal so ein bisschen angebrochen. Und da gehen wir jetzt auch weiter. Morbid. Okay. Angriffskraft ist gut. Magie ist, glaube ich, bei ihr am sinnlosesten. Das ist dann natürlich ein bisschen doof, wenn wir in der Ecke jetzt hier so viele magische Verbesserungen haben. Aber egal. So, bei Vanille. Ich kann mir das echt nie merken. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Da wollte ich auch beim Manipulator weitermachen, oder? Kommt das hin? Ja, bei ihr ist das wiederum ziemlich cool, wenn wir hier so viel magische Verstärkung bekommen. Angriffskraft ist bei ihr dafür so ein bisschen überflüssig. Das heißt, wir gehen jetzt hier erstmal einmal nach rechts abbiegen, Blinker nicht vergessen. Und dann nehmen wir die Angriffskraft hier trotzdem mit. Wer weiß, vielleicht mache ich aus ihr irgendwann noch so einen Hardcore-Brecher oder so. Da würdet ihr Augen machen, ne? Wenn ich euch Hallo sage und dann ihre Brecherwaffe total ausmaximiert habe und so. Nein, darauf wird es wahrscheinlich nie hinauslaufen. So, bei ihm waren wir, glaube ich, beim Verheerer stehen geblieben. Kommt das wiederum hin? Keine Ahnung, auf jeden Fall macht Sinn. Da wir ihn ja des Öfteren in dieser Rolle auch einsetzen, ne? So, kriegen wir ihn ausmaximiert? Jawohl! Sehr schön, Haken dran. Augmentor, da ist er auch voll, ne? Ja. Okay, das heißt, dann mache ich jetzt hier mal den Brecher weiter.
Auch wenn er da momentan nicht so wirklich beheimatet ist, aber was nicht ist, kann ja noch werden. So, und wo wir gerade schon dabei sind, mache ich das auch gleich mal hier mit Snow fertig. Und dann gehen wir auch gleich weiter. Ich nehme schon über 40 Minuten auf. Ich muss mal gucken. Bei ihm, da bin ich ja gerade komplett raus. Hier ist er auf Max, jawohl. Brecher, die Nummer 2, da ist er auch auf Max. Ja, und der hat trotzdem so viele Punkte noch übrig? Krass. Okay, na dann machen wir mal hier weiter. Ich habe auch überlegt, als ich offscreen Sass dann ins Team geholt habe, ob ich nicht Snow auch noch mit reinholen soll. Aber Snow ist halt von seiner Art und Weise zu kämpfen Fang so ähnlich. Ich habe gerade fast eklig gesagt, Entschuldigung. aber das, naja, das wäre halt, als würde ich Fang sozusagen verdoppeln. Und das macht, glaube ich, strategisch gesehen nicht so wirklich viel Sinn. Es sei denn, wir sind irgendwann mal in einem Gebiet, wo wir eine ganz klare Tendenz oder einen ganz klaren Vorteil haben, je mehr Brecher wir hier mit einbinden. Warum ist denn Snow so schnell hier durch? Das verstehe ich ehrlich gesagt noch nicht so ganz. Der hat jetzt 3 Klassen schon komplett ausmaximiert. Braucht er einfach nur weniger oder hat er irgendwie einen Vorteil, was das Zuordnen von KP angeht? Ich habe keine Ahnung. Also erklären kann ich es mir gerade nicht, aber wir gehen mal den Heiler jetzt hier durch. Ich weiß nicht, ob es hier noch eine weitere Kristariumserweiterung geben wird. Kriege ich leider nicht mehr zusammen, aber es wäre auf jeden Fall sehr begrüßenswert. Habe ich eigentlich schon einen Punkt erreicht, wo ich noch besser KP farmen könnte, als das im Stollen der Fall war? Ich glaube fast nicht, oder? Also wenn ich so Zeit und Ertrag gegenüberstelle, da ist der Stollen, glaube ich, immer noch unangefochten. Aber vielleicht habe ich es auch irgendwann versäumt, da ein bisschen genauer drauf zu achten. Das kann natürlich auch sein. So, dann haben wir jetzt erstmal massig KP verteilt und irgendwie... Warte mal. Da ist hinter diesem Ausrufezeichen so ein komischer Knubbel. War das schon immer so? So, ich war jetzt speichern und werde mir jetzt nochmal ganz kurz den Einblick hier geben, weil mich das einfach zu sehr interessiert. Ach so, das wird wahrscheinlich dieses Symbol sein in der Legende, beziehungsweise auf der Karte, weil ja jetzt hier so eine Teleporterplatte ist. Die war ja zuletzt nicht da. Oder so ein Portal. Es wurde aber vor dem Drücken nicht angezeigt, wo uns das hinbringt. Ich ahne Schlimmes. Oh oh. War das ein Fehler? Ich hätte das wahrscheinlich in den nächsten Part packen sollen. Ah! Okay, hi! Wow, was für ein interessanter Szenenwechsel. Krass. Aber echt schön gemacht. Also muss man sagen, hier packen sie nochmal so richtig die Styler-Keule aus. Oh, guck mal da! Oh, wow. Echt fantastisch gemacht, ey. Super, ich bin total begeistert. Ja, schön hier. Aber ich glaube, spätestens jetzt ist es gar nicht mehr so naiv, davon auszugehen, dass wir aufs Ende zusteuern, oder? Das erinnert mich an irgendein Szenario am Ende von einem anderen Spiel. Aber ich weiß nicht mehr genau, welches das war. Aber gut, da mache ich jetzt hier wirklich einen Cut und beim nächsten Mal werden wir ohne große Umschweife einfach weitergehen und gucken, was uns da erwartet. Aber erstmal bedanke ich mich wie immer fürs Einschalten und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut, ihr Lieben, und bis dann. Ciao!